1942 stehen sich zwei Admirale in einer historischen Schlacht um die Vorherrschaft im Pazifischen Ozean gegenüber. Der japanische Admiral Chuichi Nagumo und der amerikanische Admiral Frank Jet Fletcher sind auf dem Schlachtfeld weit voneinander entfernt, im Geiste stehen sie aber am selben Tisch. Zwei Historiker tauchen nun in die Rollen von Nagumo und Fletcher ein. Analysieren ihre Schachzüge und Strategien, ihre Entscheidungen, Dilemmas und Desaster. Ein Team von Militärexperten wird ihr Rüstungsmaterial, ihre Technologie und ihre Feuerkraft auswerten, um zu zeigen, wie die Schlacht um Midway gewonnen wurde. Im Mai 1942 sticht die mächtigste Kampfflotte der Welt von Japan aus in See. Ihr Anführer ist Admiral Chuichi Nagumo. Er hat es zu etwas gebracht, weil er loyal, gehorsam und kompetent ist und weil er keine Fehler macht. Er tut genau das, was man ihm sagt. Das ist seine größte Stärke und gleichzeitig sein Schwachpunkt. Der Marinehistoriker Andrew Lambert wird Admiral Nagumos Rolle in der Schlacht um Midway analysieren. Er ist weder kreativ noch flexibel. Ihm fehlt die Fähigkeit, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, gerät er schnell aus dem Konzept. Nagumos Mission ist es, die US-Marine in einem gewaltigen Entscheidungskampf im Pazifik zu zerstören. Er hat noch eine Rechnung mit den USA offen. Nur ein paar Monate zuvor hatte Nagumo einen riesigen Teil der US-Marine in Pearl Harbor zerstört. Das reicht ihm aber noch nicht. Die Mission war kein voller Erfolg, da die Japaner die falschen Ziele getroffen hatten, nämlich Schlachtschiffe, die zu langsam waren, und Teile der Luftflotte, die leicht zu ersetzen waren. Nagumo hätte in Pearl Harbor Flugzeugträger zerstören sollen, die während des Angriffs gerade zufällig auf hoher See waren. Als sie herausfanden, dass keiner der amerikanischen Träger im Hafen lag, waren sie außer sich, da die Amerikaner nun noch zurückschlagen konnten. Für Männer wie Nagumo, denen Bushido, der traditionelle Verhaltenskodex der Samurai, gelehrt wurde, ist dies nicht akzeptabel. Bei der Kampftechnik der Samurai liegt der Fokus auf dem Entscheidungsschlag. Man trifft jemand und er ist tot. Daher verwenden die Japaner diese furchteinflößenden zweihändig geführten Schwerter. Ein Schlag damit ist tödlich. Die Japaner brüten einen Plan aus, die US-Flotte ein für allemal zu zerstören. Alles hängt von einem Häufchen Sand im Pazifik ab, auf halbem Weg zwischen den beiden Kriegsnationen. Die Midway-Inseln. Dieser scheinbar unbedeutende Punkt auf der Landkarte ist ein wichtiger Militärvorposten für die USA. Das Atoll ist eine Auftankstation für die US-Marine im Pazifikkrieg und den Japanern zweifellos ein Dorn im Auge. Die Japaner haben vor, die Midway-Inseln mit einer großen Schlachtflotte einzunehmen. Admiral Nagumo wird von seinen schlagkräftigen Flugzeugträgern aus die Inseln bombardieren, um so die Invasion vorzubereiten. Dadurch sollen die amerikanischen Träger vom sicheren Pearl Harbor weggezogen werden und zum Midway-Atoll zur Rettung kommen. Anschließend will Nagumo die Amerikaner in Kampfhandlungen verwickeln, um sie zu zermürben, bevor schließlich der Rest der japanischen Schlachtschiffe aus seiner Lauerstellung hervorkommt und den US-Trägern mit Hilfe gewaltiger Langstreckenwaffen den Rest gibt.
Die Japaner haben die Kampfflieger mit der größten Reichweite. Mit ihren Schiffskanonen können sie sehr weit feuern und sie haben den Long Lance, den furchterregendsten Torpedo der Welt. Die Japaner haben ein uraltes Problem von Torpedos gelöst: Luftblasen. Gewöhnliche Torpedos werden durch einen Tank mit komprimierter Luft angetrieben. Jedoch nur 21% dieser Luft, der Sauerstoff, sorgen für den Antrieb. Der Rest der Luft entweicht als Luftblasen, wodurch man den Torpedo orten kann. Der pure Sauerstoff im Tank des japanischen Longlands sorgt für eine Reichweite von 40 Kilometern, wobei der Feind ahnungslos ist. Dank solch überlegener Technologien und Feuerkraft fürchtet die japanische Marine keinen Feind. Vor allem nicht die Amerikaner, die in Pearl Harbor die meisten ihrer Schlachtschiffe verloren haben. Der amerikanische Admiral, der es gegen die Japaner mit nur einer Handvoll Flugzeugträgern aufnehmen soll, heißt Frank Jack Fletcher. Fletcher ist ein ganz normaler Kerl, der gerne mal einen trinkt. Dafür wurde er von einigen Historikern kritisiert. Er ist kein großer Denker und ist nicht nach einem Platz in der Geschichte aus. Dr. Phillips O'Brien ist Militärhistoriker. Er wird die Rolle von Admiral Fletcher in der Schlacht um Midway analysieren. He's in a terribly difficult situation. Fletcher sitzt in der Bredouille. Er ist absolut unterlegen und hat keine nennenswerten Schlachtschiffe. Wenn Fletcher nur einen Träger verliert, kann dies gravierende Folgen haben und der amerikanischen Marine großen Schaden zufügen. Der japanische Admiral Nagumo ist sich mit seiner Flotte äußerst siegessicher. Die Japaner haben jede Schlacht in den letzten 6 Monaten gewonnen. Eine Niederlage steht gar nicht zur Debatte. Sie haben die Amerikaner besiegt, sie haben die Briten besiegt. Aufgrund dieser Erfolge ist es verständlich, dass sie nicht daran denken, verlieren zu können. Die Schlacht um Midway ist für Nagumo schon gewonnen. Auf dem Papier hat Fletcher keine Chance. Als Admiral Fletcher den Auftrag erhält, gegen die Japaner zu kämpfen, hat er nicht mal ein Schiff. Sein Träger, die USS Yorktown, war nur 3 Wochen zuvor bei der Schlacht im Korallenmeer durch japanische Bomben schwer beschädigt worden. Der Rumpf der Yorktown war beschädigt und Wasser drang schnell ein. Die Amerikaner handelten jedoch schnell. Verteidigungsexperte Professor Eric Grove sieht sich einen Schlachtsimulator der Royal Navy an, um die Techniken zu untersuchen, die Fletchers Besatzung wohl angewendet hat. Diese Matrosen der Royal Navy müssen sich bei einem simulierten Raketenangriff auf ihr Schiff beweisen. Um ihr Schiff vor dem Sinken zu bewahren, haben sie nur ein paar Holzstücke und einen Hammer, um die Löcher abzudichten, sowie Metallstreben, um die Struktur zu stabilisieren. Die Benutzung von Holz gegen eintretendes Wasser ist eine uralte und bewährte Technik in der Seefahrt. Durch diese Technik kann Fletchers Besatzung fast jeden durch die Japaner zugefügten Schaden ausbügeln. Als die Yorktown in der Schlacht im Korallenmeer schwer beschädigt wird, gehen die Reparaturarbeiten sofort los. Feuer werden gelöscht, Lecks werden gestopft. Es wird umgehend alles in Bewegung gesetzt, damit das Schiff gerettet werden kann. Ein japanisches Schiff wäre bei so einem Schaden wohl gesunken. Fletchers Besatzung war im Gegensatz zu den Japanern sehr erfahren bei Schiffsreparaturen. I think the
Ich glaube, das liegt einfach an der Mentalität in der japanischen Marine. Man erwartet nicht getroffen zu werden und wenn es doch soweit ist, versucht man zurückzuschlagen, anstatt den Schaden zu reparieren. Letzteres war Aufgabe der Ingenieure, von denen es nur wenige dafür Ausgebildete gab. Außerdem waren diese Leute daran gewöhnt, stets auf den Befehl von oben zu hören. Bei der US-Marine war dies völlig anders. Es gab kleine Teams und manchmal trugen sogar Matrosen die Verantwortung. Generell war es möglich, flexibler zu reagieren. Es standen mehr ausgebildete Männer für Reparaturarbeiten zur Verfügung. Daher waren amerikanische Schiffe wie die USS Yorktown fast unsinkbar. Fletcher fährt mit der schwer beschädigten Yorktown zur Reparatur nach Pearl Harbor zurück. Es sieht so aus, als ob diese Wochen dauern wird. Das bedeutet, dass es Fletcher gegen Nagumos vier Träger beim Midway-Atoll mit nur zwei eigenen aufnehmen muss. Fletcher kann es sich nicht leisten, die Yorktown zurückzulassen. In einem unglaublichen Kraftakt wird das Schiff daher in nur 24 Stunden repariert. Männer arbeiten rund um die Uhr und machen die Yorktown wieder einsatzbereit. Die Reparatur der Yorktown war zu diesem Zeitpunkt im Zweiten Weltkrieg von essentieller Bedeutung. Keine derartig aufwendige Reparatur wurde im Krieg so schnell durchgeführt wie diese. Fletcher hat nun einen weiteren Träger für die Schlacht und eine Besatzung, die weiß, wie man Schäden repariert. Das ist ein großer Vorteil für das bevorstehende Gefecht. Fletcher hat jedoch noch ein weiteres Ass in der Hinterhand, den 44-jährigen Mathematiker Joseph Rochefort. Er war etwas schlampig gekleidet und achtete nicht auf sein Äußeres. Manche Admirale wären sicher an ihm verzweifelt. Commander Rochefort und sein Entschlüsselungsteam sind die stillen Helden des Pazifikkrieges. Über Monate hinweg überwacht Rochefort's Team intensiv den japanischen Funkverkehr. Seine Mathematiker haben einen Teil des japanischen Marinecodes entschlüsselt. Sie verstehen 15% jeder Nachricht. Aus den Bruchstücken filtern sie heraus, dass die Japaner ein Ziel mit dem Codenamen AF angreifen werden. Rochefort glaubt, dass AF für das Midway-Atoll steht. Um sicher zu gehen, stellt er den Japanern eine Falle. Sie tricksen die Japaner aus, indem sie eine unverschlüsselte Nachricht abschicken, in der steht, dass auf Midway die Wasserkondensatoren und die Entsalzungsanlagen defekt sind. Aus Fragmenten von japanischen Nachrichten schließen sie, dass die Japaner eine Belieferung mit einer neuen Anlage an das Ziel erwarten. Um das Ziel zu bestätigen, war also nicht nur die Entschlüsselung wichtig, sondern auch die Manipulation der Japaner. Da Fletcher nun weiß, wo die Japaner zuschlagen werden, kann er einen Hinterhalt planen. Er entscheidet sich für einen Punkt in der offenen See, ca. 600 Kilometer nordöstlich von Midway. Die Amerikaner taufen diesen Punkt Point Luck. Point Luck war dank der Lage nordöstlich der Midway-Inseln ideal. Die Japaner würden aus nordwestlicher Richtung kommen. Wenn sie dann in Reichweite der Midway-Inseln wären, würden sie die Amerikaner zuerst entdecken, was ein großer Vorteil ist. Die USA verfügen auf Midway über Spähflugzeuge mit großen Kerosintanks und folglich auch einer großen Reichweite, um so Nagumos Flotte aufzuspüren. Sobald Fletcher weiß, wo die Japaner sind, setzt er seinen Plan in die Tat um. Er wird seinen Angriff auf Nagumo verzögern, bis die Japaner Midway bombardiert haben und der Beschuss vorbei ist. You let Midway in a sense do the dirty work.
Midway muss gewissermaßen die Drecksarbeit erledigen, was sich aber bezahlt macht. Die Japaner starten ihren Angriff auf Midway und müssen vor einer zweiten Angriffswelle zum Nachladen zurückfliegen. Genau dann schlägt Fletcher zu. Es ergibt also mehr Sinn, den Japanern den ersten Zug zu überlassen. Das Midway-Atoll ist ein weiterer Trumpf für Fletcher und sozusagen sein vierter Flugzeugträger. Von hier aus wird er den ersten Angriff auf die Japaner starten. In einer Geheimaktion stocken die Amerikaner ihre Luftwaffe auf Midway um ca. 100 zusätzliche Kampfflieger auf. Die Falle ist gestellt. Am 4. Juni um 4.30 Uhr sind Nagumos Schiffe in Reichweite von Midway. Da er sich sicher ist, das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben, schickt er nur ein paar Spähflugzeuge los, die nach feindlichen Schiffen Ausschau halten sollen. Nagumo erwartet natürlich nicht, dass die Amerikaner da sind. Mit ein paar Spähflugzeugen will er diese Annahme bestätigen. Er glaubt, dass die Amerikaner erst morgen oder übermorgen kommen. Nagumo schickt nur 7 Spähflugzeuge los und deckt damit fast eine 500.000 Quadratkilometer Ozeanfläche ab. Jedes Flugzeug muss eine Fläche absuchen, die fast so groß wie Bayern ist. Die japanischen Spähflugzeuge entdecken daher die lauernden amerikanischen Träger nicht. Nagumos schlampige Suchaktion kostet ihn wertvolle Zeit und das in einer Schlacht, in der jede Minute zählt. Die Japaner waren hyperaggressiv und hielten Spähflüge quasi für unnötig. Man startete, griff an und das war's. Die USA legten viel mehr Wert darauf, herauszufinden, wo die japanische Flotte war, was sich als entscheidender Vorteil herausstellte. Fletcher schickt 4-mal so viele Spähflugzeuge wie Nagumo los. Von Midway allein starten 22 Wasserflugzeuge. Zusammengenommen decken diese Maschinen mit großer Reichweite die 5-fache Fläche der japanischen Flugzeuge ab. Zudem fliegen die amerikanischen Späher viel enger zusammen, weshalb die Erfolgsaussichten höher sind. Fletchers gründliche Suche macht sich bezahlt. Am 4. Juni um 5.30 Uhr kommt die Erfolgsmeldung. Nagumos Träger wurden gesichtet. Die Amerikaner warten, bis die massive Bomberwelle von den japanischen Trägern im Radarbereich von Midway auftaucht. Dann starten sie mit allen Flugzeugen von der Insel. Für die Japaner unerwartet greifen die Amerikaner sie nicht an, sondern nehmen direkt Kurs auf die japanischen Träger. Das Blatt hat sich gewendet. Der Jäger ist nun der Gejagte. Als sich die amerikanischen Bomber jedoch Nagumos Träger nähern, wird offensichtlich, dass die Mission zum Scheitern verurteilt ist. Die unerfahrenen amerikanischen Piloten haben gegen die kampferprobten japanischen Piloten keine Chance. In so einem amerikanischen Torpedoflugzeug zu sitzen, muss schrecklich gewesen sein. Um einen Torpedo auf ein japanisches Schiff abzufeuern, musste man sehr tief und für den Feind sichtbar fliegen. Dies war für die versierten japanischen Piloten ein gefundenes Fressen und der Angriff endete fatal. Die Japaner schossen alle bis auf 3 amerikanische Torpedobomber ab. Kein einziger Torpedo traf ins Schwarze. Für Nagumo war das Ganze ein Kinderspiel. Dieser Erfolg hat ihm nur noch mehr Selbstbewusstsein gegeben. Wenn das alles ist, haben wir schon gewonnen. Sie schießen mit allem, was sie haben, auf uns, aber sie treffen nicht. Unsere Kampfflieger holen ihre herunter. Alles läuft gut. Nagumos Angriff auf Midway verläuft jedoch auch nicht nach Plan. Seine Bomber sollen die Abwehr der Insel durchbrechen und die Invasion vorbereiten. Die Amerikaner erwarten die Japaner jedoch.
Aufgrund des Flugabwehrfeuers von Midway müssen die Japaner schwere Verluste hinnehmen. Nagumos Problem ist, dass die Amerikaner auf alles vorbereitet sind. Sie befinden sich nicht im Halbschlaf wie in Pearl Harbor. Und genauso wie in Pearl Harbor erzielen Nagumos Männer nicht den vollen Erfolg. Sie können die Abwehr von Midway nicht überwinden. Der kommandierende Pilot Tomonaga meldet, dass ein erneuter Angriff nötig ist. Die Japaner sind in der Luft überlegen und müssen ein zweites Mal angreifen, um die Amerikaner entscheidend zu schwächen, und zwar mit hochexplosiven Bomben. Nagumo lässt seine Flugzeuge mit Bomben bestücken, um Midway erneut anzugreifen, als er einen ernüchternden Funkspruch erhält. Ein Spähflugzeug hat einen US-Träger in nur 400 Kilometer Entfernung gesichtet. Nagumo steht vor einem Rätsel. Er dachte, die Träger wären noch in Pearl Harbor. Nichts verläuft nach Plan. Ein einziger Funkspruch und alles ist auf den Kopf gestellt. Nagumo muss nun von Midway absehen und dem Angriff des feindlichen Trägers zuvorkommen. Er steht vor einer schwierigen Entscheidung. Er könnte den amerikanischen Träger sofort angreifen. Die meisten seiner Flugzeuge sind aber mit der falschen Munition bestückt. Er könnte die Maschinen auf Torpedos umrüsten lassen, um die Träger anzugreifen. Das würde jedoch eine Stunde dauern, Zeit, die er nicht hat. Er befindet sich nun in einer kniffligen Lage. Er muss eine Entscheidung treffen, die nicht Teil des Plans ist. Er darf nicht lange zögern, muss flexibel, schnell und entschieden reagieren. Nagumo folgt dem standardmäßigen Protokoll und gibt Befehl, die Bomben der Flugzeuge durch Torpedos zu ersetzen. Ein fataler Fehler. Der Militärhistoriker Professor Eric Grove analysiert diesen entscheidenden Moment in der Schlacht um Midway. Die Japaner mussten ihren Luftangriff neu ausrichten, von Land auf Seeziele. Alle Flugzeuge mussten also in den Hangar gebracht und umgerüstet werden. Damit das Ganze schnell ging, stapelte die japanische Hangar-Crew die Bomben an den Seiten des Hangars und sorgte dann für die Neubewaffnung der Kampfflieger. Das Problem war aber, dass sich in einem Hangar eine große Zahl neu bewaffneter Flugzeuge zusammen mit viel alter Munition befand. Und direkt neben diesem Pulverfass auf jedem von Nagumos Trägern befindet sich eine Unmenge hochentflammbares Flugzeugbenzin. Damals wurde Sicherheit noch nicht groß geschrieben. Der Treibstoff war sehr gefährlich und extrem flüchtig. Auf modernen Kriegsschiffen wird ein anderer Treibstoff verwendet, im Wesentlichen Kerosin. Das hat einen viel niedrigeren Brennpunkt. Bis Nagumo seine Bombe aus dem Hangar und in die Luft kriegt, sitzt er auf einer schwimmenden Bombe. In dem Moment, als er seine Flugzeuge an Deck bringen lassen will, nähert sich Fletchers Angriffswelle aus östlicher Richtung. Anders als die amerikanischen Träger ist Nagumos Schiff nicht mit Radar ausgestattet, das ihn vorwarnt. Der Angriff könnte für Nagumo zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Er muss nun Kampfflieger zur Verteidigung seiner Schiffe losschicken. Seine bewaffneten Bomber sind im Hangar gefangen. Genau das wollte Fletcher. Jetzt ist er am Zug. Wenn nur eines seiner Flugzeuge einen Treffer bei Nagumos Schiffen mit den Hangars voller Bomben und aufgetankten Flugzeugen landet, werden diese sofort hochgehen. Als sich Fletchers Bomber Nagumos Flotte nähern, werden sie aber von ihrem Jagdschutz getrennt und sind nun völlig schutzlos.
Sie fliegen trotzdem unbeirrt ihren Angriff und sind leichte Beute für die japanischen Jäger. Sie wurden alle abgeschossen. Die langsamen Torpedobomber hatten es sehr schwer. Sie gaben ein leichtes Ziel ab. Man muss vor den Piloten den Hut ziehen. Sie fliegen langsam vor sich hin, während brillante japanische Kampfpiloten in Zeros sie vom Himmel schießen. Die japanische Marine erleidet keine Verluste. Es wurde nicht ein einziges Schiff versenkt. Die Amerikaner haben ihren Vorteil verspielt. Jetzt ist Nagumo wieder an der Reihe. Er nutzt seine Chance und bereitet den Start seiner Jäger vor. Er braucht nur 45 Minuten, um seine Bomber aus den Hangars in die Luft zu kriegen. Minuten nach dem Start der dem Untergang geweihten Torpedobomber startet Admiral Fletcher seine zweite Angriffswelle. Der Angriff wird von 17 Sturzbombern mit jeweils 500 Kilogramm Bombenlast angeführt. Und dieses Mal bleibt der Jagdschutz nahe bei den Bombern, die er verteidigen soll. Sie werden jetzt auf Nagumos furchtlose Piloten in ihren blitzschnellen Zero-Jägern treffen. Die Amerikaner hatten ein Problem. Ihre Jäger waren nicht so gut wie die japanischen. Die Zero war ein brillantes Kampfflugzeug, typisch japanisch wie ihre Träger. Die Zero war sehr effektiv und hatte mit ihrer 20mm Kanone absolute Durchschlagskraft. Als sich Fletchers 6 Wildcats der japanischen Flotte nähern, stürzen sich 20 von Nagumos Zeros auf sie. Es sieht so aus, als ob die amerikanischen Jäger vernichtet werden. Die mächtige Zero hat jedoch eine Schwachstelle, wie Sprengstoffingenieur Sidney Alford demonstrieren wird. Das hier soll ein japanisches Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg darstellen. Der Plastikbehälter steht für den Tank. Es ist etwas Benzin drin. Ich werde jetzt mit einem explosiven Luftdruckgeschoss darauf schießen. Und schon brennt das Benzin. Würden Sie sich freiwillig in so ein Flugzeug setzen? Der Benzindampf in den japanischen Tanks ist hochexplosiv. Ein einziger Treffer kann einen Jäger zum Absturz bringen. Das ist der Tank einer Angriffswaffe, das heißt eines Jägers. Sicherheit steht nicht an erster Stelle. Geringe Masse, Schnelligkeit, Feuerkraft und vor allem der Mut des Piloten zählen für die Japaner zu jener Zeit. Die Amerikaner haben eine völlig andere Philosophie. Sie legen mehr Wert auf Sicherheit. Ihre Jäger sind stark gepanzert und eine einfache Vorrichtung schützt die Piloten vor einem Feuerinferno. Die Benzintanks haben innen eine Gummischicht. Diese zieht sich zusammen, während der Tank leerer wird. Es kann sich also kein explosiver Benzindampf im Tank bilden. Deswegen ist ein amerikanischer Benzintank bei weitem nicht so entflammbar wie ein japanischer. Der Mann, der diesen Vorteil in der Schlacht um Midway ausnutzen wird, ist Fliegerkommandant Jimmy Thatch. Beim Luftkampf über den japanischen Trägern drohen die Zeros, seine Wildcats zu vernichten. Aber er wird ihnen das Leben schwer machen. Thatch befiehlt seinen Jägern, die Formation aufzulösen und paarweise nebeneinander zu fliegen. Eine Wildcat dient als Köder und zieht das Feuer der japanischen Zero auf sich.
Dann überkreuzen sich die US-Piloten und nähern sich einander erneut. Durch dieses Manöver gerät die Zero direkt in das Schussfeld der zweiten Wildcat. Das ist die Thatch-Schleife. Die Zeros sind völlig überrumpelt. Die Japaner hatten sich an das Manöver noch nicht gewöhnt. Bei der Schlacht um Midway wurde es zum ersten Mal eingesetzt. In nur wenigen Minuten lehrt Thatch die Japaner das Fürchten. Er und die anderen Piloten zerstören 4 Zeros und ziehen die anderen von den amerikanischen Sturzbombern weg. Die japanischen Zeros sind wegen des Luftkampfs gegen Thatch so frustriert, dass sie immer mehr Flugzeuge dafür abstellen und die Sturzbomber aus den Augen verlieren. Sie kämpfen gegen nur ein paar Wildcats, die sie mit der Thatch-Schleife aus dem Konzept bringen. Jetzt haben Fletchers Sturzbomber freie Bahn auf Nagumos Flotte. Die amerikanischen Piloten holen alles aus ihren Jägern heraus und fliegen Nagumos Träger in einem unglaublich steilen Winkel an. Sobald sie ihren Angriff starten, wissen die Japaner, dass sie ein sehr ernstes Problem haben. Die Luftbefehlshaber auf den vier Trägern sehen, dass sie es nicht mit Anfängerpiloten zu tun haben, sondern mit Profis. Nagumo kann dem Angriff nur hilflos zuschauen. Vier Bomben treffen den ersten Träger, die Kaga. Die Brücke wird weggesprengt und sie ist in wenigen Sekunden unschädlich gemacht. Eine Minute später wird die Soryu getroffen. Für die Japaner fallen die Bomben von oben wie in Zeitlupe. Sie sind völlig machtlos und es sieht sehr düster aus für sie. Nagumos Schiff, die Akagi, und ein weiterer Träger versuchen zu entkommen. Die Japaner haben keine kleinen, wendigen Schiffe. Die Akagi wiegt 42.000 Tonnen. Sogar bei 28 Knoten dauert eine Kursänderung sehr lange. Es muss viel Wasser verdrängt werden, um ein Ausweichmanöver durchzuführen. Einem agilen Flugzeug wie dem amerikanischen Sturzbomber Dauntless konnten sie einfach nicht entkommen. Während Nagumo versucht zu fliehen, verfolgen ihn drei Sturzbomber, die vom Fliegerass Dick Best angeführt werden. Während Nagumo noch den brennenden Wracks der Kaga und der Soryu nachstarrt, greifen Thatch und seine Unterstützung das Schiff an. Die erste Bombe geht nur knapp vorbei. Dann ist Commander Dick Best am Zug. Diese eine Bombe trifft genau ins Schwarze. Besser hätte sie nicht platziert werden können. Bests Bombe schlägt in Nagumos Hangar ein, der mit voll aufgetankten Flugzeugen und Sprengstoff ist. Die amerikanische Bombe schlägt in den Hangar mit den bestückten Flugzeugen und den Landbomben an beiden Seiten des Hangars ein. Chaos. Dieser Bereich auf den japanischen Trägern war völlig zerstört. Ich glaube, auf einem Träger verbrannten innerhalb von Sekunden 269 Bordmonteure. Alles ist verwüstet. Die Männer, die man braucht, um diese Schiffe in Betrieb zu halten, sind tot oder verwundet. Diese Schiffe vertragen keinen Treffer. Innerhalb von 5 Minuten stehen 3 der 4 Träger von Nagumo in Flammen.
Als sich der Rauch verzogen hatte, war Nagumo sicher völlig niedergeschlagen. Fast seine ganze Flotte hatte sich in Luft aufgelöst. Er wusste, dass er 3 Schiffe verloren hatte. Er musste das Flaggschiff verlassen, auf dem er seit Pearl Harbor gedient hatte, diesen Talisman der japanischen Marine. Es war ein schrecklicher Moment, als ihm nun der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Nagumo muss das Schiff verlassen und auf einen Schlachtkreuzer wechseln. Im Geiste steht er aber immer noch seinem Erzfeind über demselben Schlachtplan gegenüber. Man würde meinen, dass Nagumo es für diesen Tag nun gut sein lassen würde. Er hatte 3 Träger verloren und nur noch einen übrig. Aber keine Spur von Aufgabe oder Rückzug. Er prescht weiter vorwärts gegen die Amerikaner. Er gibt keinen Rückzugsbefehl und riskiert jetzt alles. Nagumo hat zwar nur noch einen Träger, die Hiryu. Sie hat jedoch noch ein schlagkräftiges Einsatzkommando an Bord. Jetzt hat Nagumo zum ersten Mal die Chance, die amerikanischen Träger anzugreifen. Eines seiner Spähflugzeuge sichtet die Yorktown von Fletchers Flotte. Nagumo zögert nicht und lässt angreifen. Als seine Piloten die Yorktown erreichen, treffen sie auf einen Hagel aus Abwehrfeuer. 13 von 18 japanischen Sturzbombern werden vom Himmel geholt. Die restlichen Piloten zeigen jedoch ihr Können. Sie brechen durch und landen 3 perfekte Treffer auf die Yorktown. Fletchers Schiff spuckt nun Feuer und Flammen. Es scheint, als ob es verloren ist. Die Amerikaner geben sie jedoch nicht kampflos auf. Im Gegensatz zu den Japanern hatten die Amerikaner mit der Yorktown schon Erfahrung damit, angegriffen zu werden. Sie wussten, was zu tun war. Entzündbares Material wie zum Beispiel ein Benzintank musste über Bord. Fletchers Besatzung rettet ihr brennendes Schiff mit einfacher Chemie. Dr. Andrew Shitlow erklärt, wie. Brennender Treibstoff ist schwer zu löschen. Falls man Wasser nimmt, wird es in Dampf umgewandelt. Der Dampf weitet sich extrem aus und es entsteht ein riesiger Feuerball. Wasser ist folglich nutzlos und als Löschmittel unwirksam. In diesem Behältnis habe ich nun aber einen Stoff, der zur professionellen Brandbekämpfung genutzt wird. Ich werde dies nun demonstrieren. Wie man sieht, ist der Stoff unsichtbar. Und voilà. Es handelt sich natürlich um Kohlendioxid, ein unsichtbares Gas, das eine größere Dichte als Luft hat und schwerer als Luft ist. Der Sauerstoff wird praktisch verdrängt und die Flamme geht aus. Ohne Sauerstoff fehlt dem Feuer die nötige Nahrung. Kohlendioxid wird zu einem wichtigen Faktor in der Schlacht um Midway. Als die Amerikaner auf der Yorktown wussten, dass ein Angriff kommen würde, fluteten sie ihr Tanksystem mit Kohlendioxid. Dadurch wurde eine Explosion vermieden. Der Treibstoff ließ sich nicht entzünden. Wenn die Amerikaner diesen Schachzug bei der Yorktown nicht gemacht hätten, wäre es ihr höchstwahrscheinlich ähnlich ergangen wie den japanischen Flugzeugträgern. Eine einzige Bombe hat Nagumos Schiff zerstört. Fletchers Schiff musste 3 Treffer hinnehmen und wird es wohl überstehen. Davon überzeugt, dass er die Yorktown versenkt hat, konzentriert sich Nagumo nun auf die anderen beiden US-Träger. Langsam gehen ihm aber die Flugzeuge aus.
Zu diesem Zeitpunkt sind ein paar wenige Torpedobomber einsatzbereit, was für einen ordentlichen japanischen Angriff reicht, zumindest in kleinem Ausmaß. Nur 15 statt 120 Kampfflieger. Der Anführer dieser Nottruppe ist einer von Nagumos besten Piloten, Yoichi Tomonaga. Sein Torpedobomber wurde über Midway getroffen und nur notdürftig repariert. Gerade als er den Motor startet, leckt ein Flügeltank, aus dem das ganze Benzin herausläuft. Er weiß, dass er nicht zurückkehren wird. Obwohl er noch umdrehen kann, besteht er darauf, dass er den Angriff mit seinem Flugzeug anführen wird. Eine typisch japanische Einstellung. Ich werde meine Pflicht erfüllen, auch wenn die Technik versagt. Durch Zufall führt Tomonaga den Angriff direkt zur Yorktown. Zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner die Yorktown repariert. Sie macht gute Fahrt, der Flugbetrieb läuft und sie scheint nicht im geringsten beschädigt zu sein. Da die Yorktown intakt aussieht, hält Tomonaga sie für einen anderen US-Träger und greift an. Plötzlich jedoch taucht der amerikanische Flieger Jimmy Thatch mit seiner Wildcat aus dem Nichts auf. Er bearbeitet Tomonagas Flugzeug mit seinen Maschinengewehren. Tomonaga hält jedoch Kurs und kann von der brennenden Maschine noch einen Torpedo abfeuern. Nur Meter vom Schiff entfernt stürzt er ab. Der Torpedo geht daneben. Zwei weitere treffen die Yorktown aber in die Seite und führen zu ihrem Untergang. Die japanischen Piloten glauben, dass sie einen zweiten US-Träger versenkt haben, was Nagumo zur Annahme führt, dass es nun 1:1 steht. Sie haben jetzt eine Glückssträhne. Sie haben aus dem Nichts zurückgeschlagen und die Zeichen stehen auf Erfolg. In Wirklichkeit haben die Japaner aber ihre wertvollen Torpedos auf ein sterbendes Schiff verschwendet. Ein Fehler, den Nagumo teuer bezahlen wird. Am Nachmittag des 4. Juni 1942 muss Admiral Fletcher die USS Yorktown verlassen. Hier lässt sich der Unterschied zwischen einem japanischen Admiral und Fletcher zu jener Zeit beobachten. Einige Japaner würden voller Pathos mit ihren Schiffen untergehen. Andere müsste man anflehen, das Schiff zu verlassen. Hierin zeigt sich, dass Fletcher ein einfacher Mann ist. Er sieht sich das handlungsunfähige Schiff an. Zeit zu gehen, kein großes Theater. Er ist nicht psychologisch geschwächt. Von der Yorktown aus kann er zwar nicht mehr kämpfen, aber das Leben muss weitergehen. Einen Trumpf hat die Yorktown aber noch. Bevor Fletcher das Schiff verlässt, schickt er eine letzte Staffel Spähflugzeuge los, um Nagumos letzten Träger aufzuspüren. 3 Stunden lang suchen die amerikanischen Flugzeuge den Ozean ab, bevor das Benzin knapp wird und sie umkehren müssen. Schließlich sichtet einer der Piloten die Hiryu. Das ist das Startsignal für die amerikanischen Bomber. Und wiederum erwischen sie Nagumos Männer auf dem falschen Fuß. Nach 12 Stunden ununterbrochenen Kampfes sind die ausgehungerten Piloten gerade beim Essen. Die Piloten sind unten in der Messe beim Essen, als plötzlich Sturzbomber über ihnen auftauchen und einen zweiten Bilderbuchangriff durchführen. Hiryu versucht hektisch auszuweichen, aber vergeblich. 4 amerikanische Bomben finden ihr Ziel und vernichten den letzten von Nagumos Trägern. Die Japaner sind am Boden. 4 große Feuer brennen jetzt vor der Küste der Midway-Inseln und man sieht noch weit entfernt dicke Rauchschwaden von den Schiffswracks aufsteigen.
Die Japaner haben 4 ihrer 6 schnellen Angriffsträger verloren. Sie haben zwar nicht so viele Piloten verloren, dafür aber wichtige Reparaturteams auf den Hangardecks, Männer, die die Flugzeuge startklar machten. Diese unersetzbaren Männer wurden durch Bomben getötet, nicht die Piloten und Bordmonteure. 4.800 von Nagumos Männern sind tot. 275 wertvolle Flugzeuge zerstört. Nagumo muss der Wahrheit ins Auge blicken. Er hat die Eliteeinheiten verloren, die bis dahin alle glorreichen Siege der Japaner erkämpft hatten. Die Helden von Pearl Harbor. Jetzt ist alles dahin. Er hat die Schiffe des Kaisers verloren und muss ihm nun Rechenschaft ablegen. Nagumo hat mehr als nur eine Schlacht verloren. Seine Niederlage kostet Japan die Vorherrschaft im Pazifik und treibt die amerikanische Kriegsmaschinerie zu Höchstleistungen an. Die Amerikaner bauen noch mehr Träger und Flugzeuge. Sie schicken weitere Piloten in die Luft. Die Japaner können nicht gewinnen. Ihr Können macht den enormen wirtschaftlichen und industriellen Nachteil nicht wett. Die Amerikaner verlieren 307 Männer bei Midway. Sie sind jedoch nicht umsonst gestorben. Durch den Sieg bei der Schlacht um Midway hatten die Amerikaner gegen Japan mindestens ein Jahr früher Oberwasser, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Dies hat mit Sicherheit Hunderttausenden Menschen auf beiden Seiten das Leben gerettet. Admiral Fletcher nimmt einen weiteren Befehl an und kämpft erneut gegen die Japaner. Admiral Nagumo wird ein paar Monate nach der Niederlage bei Midway sein Posten entzogen. Als er sich schließlich den Amerikanern ergeben muss, nimmt er sich sein Leben. Der Angriff könnte für Nagumo zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Er muss nun Kampfflieger zur Verteidigung seiner Schiffe losschicken. Seine bewaffneten Bomber sind im Hangar gefangen. Genau das wollte Fletcher. Jetzt ist er am Zug. Wenn nur eines seiner Flugzeuge einen Treffer bei Nagumos Schiffen mit den Hangars voller Bomben und aufgetankten Flugzeugen landet, werden diese sofort hochgehen. Als sich Fletchers Bomber Nagumos Flotte nähern, werden sie aber von ihrem Jagdschutz getrennt und sind nun völlig schutzlos. Sie fliegen trotzdem unbeirrt ihren Angriff und sind leichte Beute für die japanischen Jäger. Sie wurden alle abgeschossen. Die langsamen Torpedobomber hatten es sehr schwer. Sie gaben ein leichtes Ziel ab. Man muss vor den Piloten den Hut ziehen. Sie fliegen langsam vor sich hin, während brillante japanische Kampfpiloten in Zeros sie vom Himmel schießen. Die japanische Marine erleidet keine Verluste. Es wurde nicht ein einziges Schiff versenkt. Die Amerikaner haben ihren Vorteil verspielt. Jetzt ist Nagumo wieder an der Reihe. Er nutzt seine Chance und bereitet den Start seiner Jäger vor. Er braucht nur 45 Minuten, um seine Bomber aus den Hangars in die Luft zu kriegen. Minuten nach dem Start der dem Untergang geweihten Torpedobomber startet Admiral Fletcher seine zweite Angriffswelle. Der Angriff wird von 17 Sturzbombern mit jeweils 500 Kilogramm Bombenlast angeführt. Und dieses Mal bleibt der Jagdschutz nahe bei den Bombern, die er verteidigen soll.
Sie werden jetzt auf Nagumos furchtlose Piloten in ihren blitzschnellen Zero-Jägern treffen. Die Amerikaner hatten ein Problem. Ihre Jäger waren nicht so gut wie die japanischen. Die Zero war ein brillantes Kampfflugzeug, typisch japanisch wie ihre Träger. Die Zero war sehr effektiv und hatte mit ihrer 20mm Kanone absolute Durchschlagskraft. Als sich Fletchers 6 Wildcats der japanischen Flotte nähern, stürzen sich 20 von... Am Nachmittag des 4. Juni 1942 muss Admiral Fletcher die USS Yorktown verlassen. Hier lässt sich der Unterschied zwischen einem japanischen Admiral und Fletcher zu jener Zeit beobachten. Einige Japaner würden voller Pathos mit ihren Schiffen untergehen, andere müsste man anflehen, das Schiff zu verlassen. Hierin zeigt sich, dass Fletcher ein einfacher Mann ist. Er sieht sich das handlungsunfähige Schiff an, Zeit zu gehen, kein großes Theater. Er ist nicht psychologisch geschwächt. Von der Yorktown aus kann er zwar nicht mehr kämpfen, aber das Leben muss weitergehen. Einen Trumpf hat die Yorktown aber noch. Bevor Fletcher das Schiff verlässt, schickt er eine letzte Staffel Spähflugzeuge los, um Nagumos letzten Träger aufzuspüren. 3 Stunden lang suchen die amerikanischen Flugzeuge den Ozean ab, bevor das Benzin knapp wird und sie umkehren müssen. Schließlich sichtet einer der Piloten die Hiryu. Das ist das Startsignal für die amerikanischen Bomber. Und wiederum erwischen sie Nagumos Männer auf dem falschen Fuß. Nach 12 Stunden ununterbrochenen Kampfes sind die ausgehungerten Piloten gerade beim Essen. Die Piloten sind unten in der Messe beim Essen, als plötzlich Sturzbomber über ihnen auftauchen und einen zweiten Bilderbuchangriff durchführen. Hiryu versucht hektisch auszuweichen, aber vergeblich. 4 amerikanische Bomben finden ihr Ziel und vernichten den letzten von Nagumos Trägern. Die Japaner sind am Boden. 4 große Feuer brennen jetzt vor der Küste der Midway-Inseln und man sieht noch weit entfernt dicke Rauchschwaden von den Schiffswracks aufsteigen. Die Japaner haben 4 ihrer 6 schnellen Angriffsträger verloren. Sie haben zwar nicht so viele Piloten verloren, dafür aber wichtige Reparaturteams auf den Hangardecks. Männer, die die Flugzeuge startklar machten. Diese unersetzbaren Männer wurden durch Bomben getötet, nicht die Piloten und Bordmonteure. 4.800 von Nagumos Männern sind tot. 275 wertvolle Flugzeuge zerstört. Ich und extrem flüchtig. Auf modernen Kriegsschiffen wird ein anderer Treibstoff verwendet, im Wesentlichen Kerosin. Das hat einen viel niedrigeren Brennpunkt. Bis Nagumo seine Bombe aus dem Hangar und in die Luft kriegt, sitzt er auf einer schwimmenden Bombe. In dem Moment, als er seine Flugzeuge an Deck bringen lassen will, nähert sich Fletchers Angriffswelle aus östlicher Richtung. Anders als die amerikanischen Träger ist Nagumos Schiff nicht mit Radar ausgestattet, das ihn vorwarnt. Der Angriff könnte für Nagumo zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Er muss nun Kampfflieger zur Verteidigung seiner Schiffe losschicken. Seine bewaffneten Bomber sind im Hangar gefangen. Genau das wollte Fletcher. Jetzt ist er am Zug. Wenn nur eines seiner Flugzeuge einen Treffer bei Nagumos Schiffen mit den Hangars voller Bomben und aufgetankten Flugzeugen landet, werden diese sofort hochgehen. Als sich Fletchers Bomber Nagumos Flotte nähern, werden sie aber von ihrem Jagdschutz getrennt und sind nun völlig schutzlos.
Sie fliegen trotzdem unbeirrt ihren Angriff und sind leichte Beute für die japanischen Jäger. Sie wurden alle abgeschossen. Die langsamen Torpedobomber hatten es sehr schwer. Sie gaben ein leichtes Ziel ab. Man muss vor den Piloten den Hut ziehen. Sie fliegen langsam vor sich hin, während brillante japanische Kampfpiloten in Zeros sie vom Himmel schießen. Die japanische Marine erleidet keine Verluste. Es wurde nicht ein einziges Schiff versenkt. Die Amerikaner haben ihren Vorteil verspielt. Jetzt ist Nagumo wieder an der Reihe. Er nutzt seine Chance und bereitet den Start seiner Jäger vor. Er braucht nur 45 Minuten, um seine Bomber aus den Hangars in die Luft zu kriegen. Minuten nach dem Start der dem Untergang geweihten Torpedobomber startet Admiral Fletcher seine zweite Angriffswelle. Der Angriff wird von 17 Sturzbombern mit jeweils 500 Kilogramm Bombenlast angeführt. Und dieses Mal bleibt der Jagdschutz nahe bei den Bombern, die er verteidigen soll. Die Japaner brüten einen Plan aus, die US-Flotte ein für allemal zu zerstören. Alles hängt von einem Häufchen Sand im Pazifik ab, auf halbem Weg zwischen den beiden Kriegsnationen, die Midway-Inseln. Dieser scheinbar unbedeutende Punkt auf der Landkarte ist ein wichtiger Militärvorposten für die USA. Das Atoll ist eine Auftankstation für die US-Marine im Pazifikkrieg und den Japanern zweifellos ein Dorn im Auge. Die Japaner haben vor, die Midway-Inseln mit einer großen Schlachtflotte einzunehmen. Admiral Nagumo wird von seinen schlagkräftigen Flugzeugträgern aus die Inseln bombardieren, um so die Invasion vorzubereiten. Dadurch sollen die amerikanischen Träger vom sicheren Pearl Harbor weggezogen werden und zum Midway-Atoll zur Rettung kommen. Anschließend will Nagumo die Amerikaner in Kampfhandlungen verwickeln, um sie zu zermürben, bevor schließlich der Rest der japanischen Schlachtschiffe aus seiner Lauerstellung hervorkommt und den US-Trägern mit Hilfe gewaltiger Langstreckenwaffen den Rest gibt. Die Japaner haben die Kampfflieger mit der größten Reichweite. Mit ihren Schiffskanonen können sie sehr weit feuern und sie haben den Long Lance, den furchterregendsten Torpedo der Welt. Die Japaner haben ein uraltes Problem von Torpedos gelöst: Luftblasen. Gewöhnliche Torpedos werden durch einen Tank mit komprimierter Luft angetrieben. Jedoch nur 21% dieser Luft, der Sauerstoff, sorgen für den Antrieb. Der Rest der Luft entweicht als Luftblasen, wodurch man den Torpedo orten kann. Der pure Sauerstoff im Tank des japanischen Longlance sorgt für eine Reichweite von 40 Kilometern, wobei der Feind ahnungslos ist. Dank solch überlegener Technologien und Feuerkraft fürchtet die japanische Marine keinen Feind. Vor allem nicht die Amerikaner, die in Pearl Harbor die meisten ihrer Schlachtschiffe verloren haben. Der amerikanische Admiral, der es gegen die Japaner mit nur einer Handvoll Flugzeugträgern aufnehmen soll, heißt Frank Jack Fletcher. Fletcher ist ein ganz normaler Stoff, wird praktisch verdrängt und die Flamme geht aus. Ohne Sauerstoff fehlt dem Feuer die nötige Nahrung. Kohlendioxid wird zu einem wichtigen Faktor in der Schlacht um Midway.
Als die Amerikaner auf der Yorktown wussten, dass ein Angriff kommen würde, fluteten sie ihr Tanksystem mit Kohlendioxid. Dadurch wurde eine Explosion vermieden. Der Treibstoff ließ sich nicht entzünden. Wenn die Amerikaner diesen Schachzug bei der Yorktown nicht gemacht hätten, wäre es ihr höchstwahrscheinlich ähnlich ergangen wie den japanischen Flugzeugträgern. Eine einzige Bombe hat Nagumos Schiff zerstört. Fletchers Schiff musste 3 Treffer hinnehmen und wird es wohl überstehen. Davon überzeugt, dass er die Yorktown versenkt hat, konzentriert sich Nagumo nun auf die anderen beiden US-Träger. Langsam gehen ihm aber die Flugzeuge aus. Zu diesem Zeitpunkt sind ein paar wenige Torpedobomber einsatzbereit, was für einen ordentlichen japanischen Angriff reicht, zumindest in kleinem Ausmaß. Nur 15 statt 120 Kampfflieger. Der Anführer dieser Nottruppe ist einer von Nagumos besten Piloten, Yoichi Tomonaga. Sein Torpedobomber wurde über Midway getroffen und nur notdürftig repariert. Gerade als er den Motor startet, leckt ein Flügeltank, aus dem das ganze Benzin herausläuft. Er weiß, dass er nicht zurückkehren wird. Obwohl er noch umdrehen kann, besteht er darauf, dass er den Angriff mit seinem Flugzeug anführen wird. Eine typisch japanische Einstellung. Ich werde meine Pflicht erfüllen, auch wenn die Technik versagt. Durch Zufall führt Tomonaga den Angriff direkt zur Yorktown. Zu diesem Zeitpunkt haben die Amerikaner die Yorktown repariert. Sie macht gute Fahrt, der Flugbetrieb läuft und sie scheint nicht im geringsten beschädigt zu sein. Da die Yorktown intakt aussieht, hält Tomonaga sie für einen anderen US-Träger und greift an. Plötzlich jedoch taucht der amerikanische Flieger Jimmy Thatch mit seiner Wildcat aus dem Nichts auf. Er bearbeitet Tomonagas Flugzeug mit seinen Maschinengewehren. Tomonaga hält jedoch Kurs und kann von der brennenden Maschine noch einen Torpedo abfeuern. Nur Meter vom Schiff entfernt stürzt er ab. Der Torpedo geht daneben. Zwei weitere... Die erste Bombe geht nur knapp vorbei. Dann ist Commander Dick Best am Zug. Diese eine Bombe trifft genau ins Schwarze. Besser hätte sie nicht platziert werden können. Bests Bombe schlägt in Nagumos Hangar ein, der mit voll aufgetankten Flugzeugen und Sprengstoff ist. Die amerikanische Bombe schlägt in den Hangar mit den bestückten Flugzeugen und den Landbomben an beiden Seiten des Hangars ein. Chaos. Dieser Bereich auf den japanischen Trägern war völlig zerstört. Ich glaube, auf einem Träger verbrannten innerhalb von Sekunden 269 Bordmonteure. Alles ist verwüstet. Die Männer, die man braucht, um diese Schiffe in Betrieb zu halten, sind tot oder verwundet. Diese Schiffe vertragen keinen Treffer. Innerhalb von 5 Minuten stehen 3 der 4 Träger von Nagumo in Flammen. Als sich der Rauch verzogen hatte, war Nagumo sicher völlig niedergeschlagen. Fast seine ganze Flotte hatte sich in Luft aufgelöst. Er wusste, dass er 3 Schiffe verloren hatte. Er musste das Flaggschiff verlassen, auf dem er seit Pearl Harbor gedient hatte, diesen Talisman der japanischen Marine. Es war ein schrecklicher Moment, als ihm nun der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
Nagumo muss das Schiff verlassen und auf einen Schlachtkreuzer wechseln. Im Geiste steht er aber immer noch seinem Erzfeind über demselben Schlachtplan gegenüber. Man würde meinen, dass Nagumo es für diesen Tag nun gut sein lassen würde. Er hatte 3 Träger verloren und nur noch einen übrig. Aber keine Spur von Aufgabe oder Rückzug. Er prescht weiter vorwärts gegen die Amerikaner. Er gibt keinen Rückzugsbefehl und riskiert jetzt alles. Nagumo hat zwar nur noch einen Träger, die Hiryu. Sie hat... Die USA verfügen auf Midway über Spähflugzeuge mit großen Kerosintanks und folglich auch einer großen Reichweite, um so Nagumos Flotte aufzuspüren. Sobald Fletcher weiß, wo die Japaner sind, setzt er seinen Plan in die Tat um. Er wird seinen Angriff auf Nagumo verzögern, bis die Japaner Midway bombardiert haben und der Beschuss vorbei ist. Midway muss gewissermaßen die Drecksarbeit erledigen, was sich aber bezahlt macht. Die Japaner starten ihren Angriff auf Midway und müssen vor einer zweiten Angriffswelle zum Nachladen zurückfliegen. Genau dann schlägt Fletcher zu. Es ergibt also mehr Sinn, den Japanern den ersten Zug zu überlassen. Das Midway-Atoll ist ein weiterer Trumpf für Fletcher und sozusagen sein 4. Flugzeugträger. Von hier aus wird er den ersten Angriff auf die Japaner starten. In einer Geheimaktion stocken die Amerikaner ihre Luftwaffe auf Midway um ca. 100 zusätzliche Kampfflieger auf. Die Falle ist gestellt. Am 4. Juni um 4.30 Uhr sind Nagumos Schiffe in Reichweite von Midway. Da er sich sicher ist, das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben, schickt er nur ein paar Spähflugzeuge los, die nach feindlichen Schiffen Ausschau halten sollen. Nagumo erwartet natürlich nicht, dass die Amerikaner da sind. Mit ein paar Spähflugzeugen will er diese Annahme bestätigen. Er glaubt, dass die Amerikaner erst morgen oder übermorgen kommen. Nagumo schickt nur 7 Spähflugzeuge los und deckt damit fast eine 500.000 Quadratkilometer Ozeanfläche ab. Jedes Flugzeug muss eine Fläche absuchen, die fast so groß wie Bayern ist. Die japanischen Spähflugzeuge entdecken daher die lauernden amerikanischen Träger nicht. Nagumos schlampige Suchaktion kostet ihn wertvolle Zeit und das in einer Schlacht, in der jede Minute zählt. Die Japaner waren hyperaggressiv und hielten Spähflüge quasi für unnötig. Man startete, griff an und das war's. Die USA legten viel mehr Wert darauf, herauszufinden, wo die japanische Flotte war, was sich als entscheidender Vorteil herausstellte. Fletcher schickt 4-mal so viele Spähflugzeuge wie Nagumo los. Von Midway allein starten 22 Wasserflugzeuge. Zusammengenommen decken diese Maschinen mit großer Reichweite die 5-fache Fläche der japanischen Flugzeuge ab. Zudem fliegen die amerikanischen Späher viel enger zusammen, weshalb die Erfolgsaussichten höher sind. Fletchers gründliche Suche macht sich bezahlt. Am 4. Juni um 5.30 Uhr kommt die Erfolgsmeldung. Nagumos Träger wurden gesichtet. Die Amerikaner warten, bis die massive Bomberwelle von den japanischen Trägern im Radarbereich von Midway auftaucht. Dann starten sie mit allen Flugzeugen von der Insel. Für die Japaner unerwartet greifen die Amerikaner sie nicht an, sondern nehmen direkt Kurs auf die japanischen Träger. Das Blatt hat sich gewendet. Der Jäger ist nun der Gejagte.
Als sich die amerikanischen Bomber jedoch Nagumos Träger nähern, wird offensichtlich, dass die Mission zum Scheitern verurteilt ist. Die unerfahrenen amerikanischen Piloten haben gegen die kampferprobten japanischen Piloten keine Chance. In so einem amerikanischen Torpedoflugzeug zu sitzen, muss schrecklich gewesen sein. Um einen Torpedo auf ein japanisches Schiff abzufeuern, musste man sehr tief und für den Feind sichtbar fliegen. Dies war für die versierten japanischen Piloten ein gefundenes Fressen und der Angriff endete fatal. Die Japaner schossen alle bis auf drei amerikanische Torpedobomber ab. Kein einziger Torpedo traf ins Schwarze. Für Nagumo war das Ganze ein Kinderspiel. Dieser Erfolg hat ihm nur noch mehr Selbstbewusstsein gegeben. Wenn das alles ist, haben wir schon gewonnen. Sie schießen mit allem, was sie haben, auf uns, aber sie treffen nicht. Unsere Kampfflieger holen ihre herunter. Alles läuft gut. Nagumos Angriff auf Midway verläuft jedoch auch nicht nach Plan. Seine Bomber sollen die Abwehr der Insel durchbrechen und die Invasion vorbereiten. Die Amerikaner erwarten die Japaner jedoch. Aufgrund des Flugabwehrfeuers von Midway müssen die Japaner schwere Verluste hinnehmen. Nagumos Problem ist, dass die Amerikaner auf... Und genauso wie in Pearl Harbor erzielen Nagumos Männer nicht den vollen Erfolg. Sie können die Abwehr von Midway nicht überwinden. Der kommandierende Pilot Tomonaga meldet, dass ein erneuter Angriff nötig ist. Die Japaner sind in der Luft überlegen und müssen ein zweites Mal angreifen, um die Amerikaner entscheidend zu schwächen, und zwar mit hochexplosiven Bomben. Nagumo lässt seine Flugzeuge mit Bomben bestücken, um Midway erneut anzugreifen, als er einen ernüchternden Funkspruch erhält. Ein Spähflugzeug hat einen US-Träger in nur 400 Kilometer Entfernung gesichtet. Nagumo steht vor einem Rätsel. Er dachte, die Träger wären noch in Pearl Harbor. Nichts verläuft nach Plan. Ein einziger Funkspruch und alles ist auf den Kopf gestellt. Nagumo muss nun von Midway absehen und dem Angriff des feindlichen Trägers zuvorkommen. Er steht vor einer schwierigen Entscheidung. Er könnte den amerikanischen Träger sofort angreifen. Die meisten seiner Flugzeuge sind aber mit der falschen Munition bestückt. Er könnte die Maschinen auf Torpedos umrüsten lassen, um die Träger anzugreifen. Das würde jedoch eine Stunde dauern, Zeit, die er nicht hat. Er befindet sich nun in einer kniffligen Lage. Er muss eine Entscheidung treffen, die nicht Teil des Plans ist. Er darf nicht lange zögern, muss flexibel, schnell und entschieden reagieren. Nagumo folgt dem standardmäßigen Protokoll und gibt Befehl, die Bomben der Flugzeuge durch Torpedos zu ersetzen. Ein fataler Fehler. Der Militärhistoriker Professor Eric Grove analysiert diesen entscheidenden Moment in der Schlacht um Midway. Die Japaner mussten ihren Luftangriff neu ausrichten, von Land auf Seeziele. Alle Flugzeuge mussten also in den Hangar gebracht und umgerüstet werden. Damit das Ganze schnell ging, stapelte die japanische Hangar-Crew die Bomben an den Seiten des Hangars und sorgte dann für die Neubewaffnung der Kampfflieger. Das Problem war aber, dass sich in einem Hangar eine große Zahl neu bewaffneter Flugzeuge zusammen mit viel alter Munition befand. Und direkt neben diesem Pulverfass auf jedem von Nagumos Trägern befindet sich eine Unmenge hochentflammbares Flugzeugbenzin. Fletchers Schiff spuckt nun Feuer und Flammen. Es scheint, als ob es verloren ist.
Die Amerikaner geben sie jedoch nicht kampflos auf. Im Gegensatz zu den Japanern hatten die Amerikaner mit der Yorktown schon Erfahrung damit, angegriffen zu werden. Sie wussten, was zu tun war. Entzündbares Material wie zum Beispiel ein Benzintank musste über Bord. Fletchers Besatzung rettet ihr brennendes Schiff mit einfacher Chemie. Dr. Andrew Shitlow erklärt wie. Brennender Treibstoff ist schwer zu löschen. Falls man Wasser nimmt, wird es in Dampf umgewandelt. Der Dampf weitet sich extrem aus und es entsteht ein riesiger Feuerball. Wasser ist folglich nutzlos und als Löschmittel unwirksam. In diesem Behältnis habe ich nun aber einen Stoff, der zur professionellen Brandbekämpfung genutzt wird. Ich werde dies nun demonstrieren. Wie man sieht, ist der Stoff unsichtbar. Und voilà. Es handelt sich natürlich um Kohlendioxid, ein unsichtbares Gas, das eine größere Dichte als Luft hat und schwerer als Luft ist. Der Sauerstoff wird praktisch verdrängt und die Flamme geht aus. Ohne Sauerstoff fehlt dem Feuer die nötige Nahrung. Kohlendioxid wird zu einem wichtigen Faktor in der Schlacht um Midway. Als die Amerikaner auf der Yorktown wussten, dass ein Angriff kommen würde, fluteten sie ihr Tanksystem mit Kohlendioxid. Dadurch wurde eine Explosion vermieden. Der Treibstoff ließ sich nicht entzünden. Wenn die Amerikaner diesen Schachzug bei der Yorktown nicht gemacht hätten, wäre es ihr höchstwahrscheinlich ähnlich ergangen wie den japanischen Flugzeugträgern. Eine einzige Bombe hat Nagumos Schiff zerstört. Fletchers Schiff musste 3 Treffer hinnehmen und wird es wohl überstehen. Davon überzeugt, dass er die Yorktown versenkt hat, konzentriert sich Nagumo nun auf die anderen beiden US-Träger. Langsam gehen ihm aber die Flugzeuge aus. Zu diesem Zeitpunkt sind ein paar wenige Torpedobomber einsatzbereit, was für einen ordentlichen japanischen Angriff reicht, zumindest in kleinem Ausmaß. Nur 15 statt 120 Kampfflieger. Der Anführer dieser Nottruppe ist einer von Nagumos besten Piloten, Yuichi Tomonaga. Nagumos Schiff, die Akagi, und ein weiterer Träger versuchen zu entkommen. Die Japaner haben keine kleinen, wendigen Schiffe. Die Akagi wiegt 42.000 Tonnen. Sogar bei 28 Knoten dauert eine Kursänderung sehr lange. Es muss viel Wasser verdrängt werden, um ein Ausweichmanöver durchzuführen. Einem agilen Flugzeug wie dem amerikanischen Sturzbomber Dauntless konnten sie einfach nicht entkommen. Während Nagumo versucht zu fliehen, verfolgen ihn 3 Sturzbomber, die vom Fliegerass Dick Best angeführt werden. Während Nagumo noch den brennenden Wracks der Kaga und der Soryu nachstarrt, greifen Thatch und seine Unterstützung das Schiff an. Die erste Bombe geht nur knapp vorbei. Dann ist Commander Dick Best am Zug. Diese eine Bombe trifft genau ins Schwarze. Besser hätte sie nicht platziert werden können. Bests Bombe schlägt in Nagumos Hangar ein, der mit voll aufgetankten Flugzeugen und Sprengstoff ist. Die amerikanische Bombe schlägt in den Hangar mit den bestückten Flugzeugen und den Landbomben an beiden Seiten des Hangars ein. Chaos. Dieser Bereich auf den japanischen Trägern war völlig zerstört. Ich glaube, auf einem Träger verbrannten innerhalb von Sekunden 269 Bordmonteure.
Alles ist verwüstet. Die Männer, die man braucht, um diese Schiffe in Betrieb zu halten, sind tot oder verwundet. Diese Schiffe vertragen keinen Treffer. Innerhalb von 5 Minuten stehen 3 der 4 Träger von Nagumo in Flammen. Als sich der Rauch verzogen hatte, war Nagumo sicher völlig niedergeschlagen. Fast seine ganze Flotte hatte sich in Luft aufgelöst. Er wusste, dass er 3 Schiffe verloren hatte. Er musste das Flaggschiff verlassen, auf dem er seit Pearl Harbor gedient hatte, diesen Talisman der japanischen